Grün gegen Weiß. Ein wunderschöner Wurf des Retiarius. Letztes den Sekutor komplett ein. Macht ihn aber nicht kampfunfähig, sondern der Sekutor greift an. Der Retiarius muss sich zurückziehen, blocken mit dem Dreizack und sticht mit dem Gladius zum Rücken. Technisch unglaublich anspruchsvoll, weil er alle drei Waffen in einer Technik verwenden musste. Die Sumarus entscheiden, das Netz zurückzugeben. Er bekommt noch eine Chance, noch einmal mit dem Netz zu arbeiten. Vielleicht ist jemand aufgefallen, dass der Retiarius als einziges keinen Helm trägt. Deswegen war der beliebteste Gladiator. Man hat Freude und Leid in seinem Gesicht sehen können. In der Arena kämpfte er, erfing er die Gegner mit seinem Netz und abends die junge Frauen. Seid im Lupus! Sehr schön. Kontra Lupus! Er sieht schon der Retiarius heißt Verfolger. Und man sieht jetzt genau, warum das so ist. Aber der Verfolger muss sich schützen. Lupus, der ist doch schon fast am Ende. Der kommt doch an wie der Schlauch. Los, Lupus! Für die Sekundur! Ich habe den Starting gehört. Das war's. Nicht in den Oberschenkel. Nimm Dreizack. Vulpiculus 1 zu 0. 2 zu 0. 2 zu 0. Ups. Der Schiedsrichter darf entscheiden, ob er nochmal das Netz aufnehmen darf. Aber es ist eine Möglichkeit, das Publikum entscheiden zu lassen. Darf der Retiarius? Das Publikum hat ganz klar entschieden, das Netz muss weg. Ich habe übrigens 10 Gladiatoren, die stinkend aggressiv sind. Noch jemand, der Buh rufen möchte? Buh zeigt einen Treffer am Bein an. Vulpiculus kämpft diesen Kampf sehr souverän. 3 zu 0 besiegt er Lupus.